Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, lange hat es gedauert, aber jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit gefunden, ein neues Video hochzuladen. Sorry dafür, aber ich hoffe, das Video, was jetzt folgt, ist interessant für euch. Und zwar möchte ich heute mit euch mal über ehemalige Dinge im Europapark sprechen, die ich persönlich vermisse, die davor den Europapark für mich eigentlich über die Jahre hinweg zu dem gemacht habe, was ihn ausmacht, was ihn von den anderen Parks eventuell auch abhebt, die aber leider und auf unverständliche Weise auch im Laufe der Zeit irgendwie keinen Platz mehr gefunden habe, beziehungsweise aus dem Portfolio des Europaparks gestrichen wurde. Beginnen wir doch mal die Liste mit dem Eurosat und jetzt denkt ihr euch bestimmt, oh nein, jetzt wieder einer, der nach 2 Jahren immer noch der Eurosat hinterher trauert. Aber nein, ich traue eigentlich nicht der Eurosat als eigentliche Attraktion hinterher, sondern dem Upgrade, was Eurosat bis 2017 noch erhalten hat. Und zwar spreche ich hier von dem Eurosat Pumpkin Coaster. Ein super cooles Upgrade von einer bestehenden Attraktion mit einer mega coole Rocknummer als Soundtrack, mit einer wunderschönen Atmosphäre zu Halloween innen drin, veränderte Countdowns und natürlich der Eyecatcher, der Kürbis um die Kugel rum. Ich weiß, und wenn ich dran denke, wenn ich an das Lied denke und an die Gesamtatmosphäre von Eurostar zu Halloween, bekomme ich echt teilweise noch Gänsehaut. Es war für mich immer so das Highlight schlechthin. Schade, dass es das zukünftig vermutlich nicht mehr geben wird, aber das sind Dinge, die kann man leider nicht mehr umkehren. Der neue Eurostar Kong Kong Coaster gefällt mir, wie ihr jetzt wahrscheinlich wisst, mittlerweile echt gut. Aber ich hoffe, dass uns da in Zukunft mal wieder ein ähnliches Upgrade zur Halloween-Saison erwartet wird. Wir bleiben direkt bei der Halloween-Saison und zwar gibt es da noch ein ziemlich großes Event, was immer in der letzten Woche der Sommersaison, also quasi in den Herbstferien von Baden-Württemberg stattgefunden hat. Und ich spreche hier von der Mysteria Show auf dem Festivalgelände, da wo jetzt aktuell immer wieder Sonntag stattfindet. Ja, die Show war mega genial aufgemacht, es gab eine wunderbare Lichttechnik, es gab immer am Ende ein kleines, bis vor längerer Zeit noch ein sehr großes Feuerwerk, Live-Gesang, Live-Akrobatik, einfach eine mega geniale Inszenierung. Natürlich hat man jetzt mit Hellfire Fountains mehr oder weniger einen Ersatz geschaffen, aber nach wie vor finde ich sehr schade, dass Mysteria nicht mehr gemacht wird und das sage ich als eigentlich Nicht-Show-Fan, aber für mich war das immer so das große Finale der Sommersaison und deswegen vermisse ich auch Mysteria, muss ich sagen, ziemlich arg. Gehen wir mal weg von der Halloween-Saison und kommen zum Event, das aber immer kurz vor der Halloween-Saison stattfand. Wie ihr vielleicht wisst, ist seit einiger Zeit nicht mehr Milka im Europapark vertreten, sondern ein anderer Schweizer Schokoladehersteller und die Milka-Shops wurde dann aus dem Park verwiesen, wenn man so sagen kann, und in dem Fall hat Lindt dann Einzug erhalten. Ich habe nichts explizit gegen Lindt, aber es gibt seither nicht mehr einen Tag, an dem man grenzenlos Schokolade bekommt, kostenlos im Europapark. Und in dem Fall vermisse ich den Milka-Tag mit der angegliederten Milka-Rallye doch ziemlich. Es war immer cool, besonders als Jahreskartebesitzer, diese Rallye zu machen und am Ende eine entsprechende Anzahl Schokoriegel und natürlich auch Tafelschokolade mit nach Hause zu nehmen. Das gibt's leider nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob es da zukünftig mit Lindt was in der Art geben wird. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist mir nichts bekannt und somit ist leider dieses Event auch hinfällig. Als nächstes geht es um die Euromir und ihr denkt euch jetzt bestimmt, oh nein, jetzt geht wieder das Euromir-Bashing los. Keine Angst, es gibt nämlich sogar bei Euromir Dinge, die ich vermisse, beziehungsweise als Ding kann man das nicht direkt bezeichnen. Es gab bei Euromir im Lift, also im Spirallift, zur Halloween- und zur Wintersaison immer der Saison angepasste Soundtracks. Zur Halloween-Saison war das so ein Drum-and-Bass-Beat, Mission Completed hieß der. Und zur Wintersaison lief Jingle Mir, eine weihnachtliche Version von Jingle Bells, zugeschnitten auf den Euromir-Soundtrack. Seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr seit wann genau, sind diese Wechsel im Soundtrack gar nicht mehr hörbar, muss man in dem Fall sagen, weil er einfach nicht mehr ausgetauscht wird. Zum einen finde ich den originalen Soundtrack von Euromir natürlich cool, andererseits hat zumindest an Halloween und zur Wintersaison diese beiden Soundtracks habe so viel an der Atmosphäre ausgemacht, dass ich es echt schade finde und eigentlich gar nicht verstehen kann, warum man die Soundtracks bei Euromir nicht wieder der Saison anpasst. Kleiner Tipp vielleicht, das hat mir echt gut gefallen. Als nächstes folgt eine Wasserattraktion und zwar geht es um Whale Adventures Splash Tours, in dem Fall jetzt neuer Whale Adventures Northern Lights. Ich mag Whale Adventures sehr, ich mag es jetzt auch in dem jetzigen Zustand, allerdings muss ich wirklich sagen,
Schade, dass man dieses Splash Battle derartig kastriert hat, dass man jetzt minimal bis gar nicht mehr nass wird. Ein Splash Battle macht natürlich genau das aus, dass man sich mit dem Gegenüber nass spritzen kann, dass man wirklich triefend aus dieser Attraktion kommt. Und das genau war das Problem im Europapark. Ich gehe mal davon aus, weil es halt einfach sehr viele andere Wasserattraktionen dort gab. Und seit 2015 wurde zwischen die potenziellen Splash Zones einfach Mauern hochgezogen. Es gibt jetzt einen längeren Dark Ride Part und die Attraktion wird quasi trocken gelegt. Finde ich schade. Ich fand Whale Adventures, gerade bei unserer heißen Sommer hier in Südbade, fand ich es immer mega cool. Aber aus Parksicht ist die Entscheidung natürlich absolut nachvollziehbar, obwohl ich finde, dass die Attraktion immer noch eine der am wenigsten frequentierte ist. Das ist aber nur mein Eindruck. Und zu guter Letzt kommen wir zu etwas Größerem, was es jetzt schon aus seit einiger Zeit nicht mehr gibt im Europapark und es gab es auch immer nur zu einer speziellen Saison. Und das ist tatsächlich was, wo ich glaube, nicht mit einer Einzelmeinung dastehe und was vor allem Familien mit kleineren und jüngeren Kindern sehr vermisse. Ich rede von der Winterwunderwelt im bekannten Rode Zelt hinterm Silverstar, dort wo jetzt die Veranstaltungshalle, die Europapark Arena steht. Und zwar war das irgendwie, auch wenn ich selber nie so genutzt habe, immer ein kleines Highlight während der Wintersaison. Man konnte sich drin aufwärmen, man konnte tatsächlich auch mal die lustigen Brettspiele dort drin ausprobieren. Es gab eine Bäckerei, es gab ein Rodeo, es gab Kettekarussell, ein kleines. Und man konnte auch das Eden Palladium, das alte Salonkarussell, über 104 Jahre alt, glaube ich, fahren während dem Parkbetrieb, was natürlich auch noch mal cool war. Mit dem Bau der Europapark-Arena hat man das auf dem Areal dann gestrichen und diese Winterwunderwelt quasi nach Irland und nach Island, jeweils in das Limerick Castle und in die Gazprom-Halle verlegt, wo es meiner Meinung nach aber atmosphärisch absolut nicht an das Rote Zelt rankommt. Und das finde ich wirklich schade und das wird es natürlich auch aufgrund des Platzes in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr in der Form geben. Und von daher fällt da auch während der Wintersaison tatsächlich eine recht große Fläche weg. Finde ich auf jeden Fall schade, aber so ist der Lauf der Zeit und deswegen wird es das Winterwunderland oder die Winterwunderwelt in dem bekannte und von alle geliebte Rote Zelt in nächster Zeit, denke ich, auch nicht mehr in der Form geben. Ja, das waren jetzt fürs erste Mal einige Dinge, die ich so im Europapark vermisse. Einige Details, manche größer, manche kleiner, manche lassen sich ändern, wie zum Beispiel die Sache mit den Soundtracks, manche eher weniger, die Sache mit dem Winterwunderland oder dem Eurosat Pumpkin Coaster. Glaube ich nicht, dass das nochmal so in der Art in Zukunft kommen wird. Ich bin allerdings auch immer offen für Neues und freue mich natürlich. Mir ist auch klar, dass ein Park sich weiterentwickeln muss und dass es natürlich auch der Wandel der Zeit ist. Wenn man allerdings so kleine Details dann in Zukunft vermisst und das immer häufiger geschieht, dann finde ich das einfach schade. Denn gerade als Wiederholungsbesucher gab das einfach dem Europapark nochmal ein besonderes Flair. Und ich möchte mit keinem dieser Details sage, dass das Wegfallen den Europapark schlechter gemacht hat. Aber es sind doch Dinge, wo man sich Gedanken macht, hey, warum existiert es eigentlich nicht mehr oder warum verzichtet man das so radikal drauf? Ich habe natürlich noch weitere Dinge, die ich im Europapark vermisse. Ich habe aber gedacht, ich würde das Video einfach mal in mehrere Teile aufteilen, um zu gucken, wie dieser erste Teil hier natürlich auch ankommt. Ihr könnt mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich im Europapark am meisten vermisst. Vielleicht auch ein bisschen in der Richtung, wie ich es jetzt in diesem Video gemacht habe. Und von daher war es jetzt mit dem neuen Video und bis dahin bleibt dran. Ciao.